Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Oder liegt was? In der letzten Folge haben wir, in der letzten Folge sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen und sind jetzt mit einer kleinen bunten Truppe unterwegs. Also Velvet, Magilu und Rangetsu hieß der andere Typ, glaube ich. Ragiro, Rangetsu, irgendwie sowas. Und ja, wir sind leider noch nicht im Team. Aber ich weiß, dass die im Team kommen werden. Und ja, ich weiß, die letzten beiden Folgen bisschen leise, gameplaymäßig. Weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich wird dieser Part jetzt wieder viel zu laut sein, gameplaymäßig. Aber ja, werde ich ja dann sehen. Und das regt mich so auf, ne? Ich hätte alles auch nochmal neu aufnehmen können, aber das, weiß ich nicht. Hätte für mich irgendwie ein Spieldurchlauf ruiniert, so. Die paar Minuten und so. Weil ich dann alles gekannt hätte und so was alles. Und ja. Was geschehen ist, ist geschehen, können wir jetzt nichts machen und ja, gehen wir einfach mal weiter. Wir müssen irgendwie zu irgendeinem Dorf hingehen, glaube ich. Und da sind Gegners. So, Magilu soll ja eigentlich auch ein Mensch sein, hat Ceres gesagt. Oh ja, Ceres hat sich geopfert für uns und ja. Kann ich irgendwie nicht so glauben, weil Magilu hat irgendwie so, weiß ich nicht, so elfenähnliche Ohren. Also ist die wirklich nur ein Mensch? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. So, hier sind ein paar Kämpfe. Ein paar Gegner. Das heißt Kämpfe. Ja. Fühlt sich alles zusammen. Und da werden wir natürlich ausnutzen. Wahrscheinlich ist die Kampfmusik jetzt wieder viel zu laut. Ich weiß nicht. Ich würde schon seit 3 Jahren Let's Plays machen und immer so nach den ersten Part, nach immer, weiß ich nicht, so einen ersten Fail-Part, was soundmäßig angeht. Habe ich dann auch irgendwann drinne, aber bei den Tales of Spielen ist halt immer so, dass der Sound im in den Kämpfen immer viel lauter ist als hier so auf dem Feld oder in den Dungeons und Städten und all sowas. Und ja, das tut mich dann immer so irgendwie verwirren mit so R2 macht man da mit diesem komischen Modus, ne? Ja, das verwirrt mich immer so. So, komm her. Soll man ja am Ende des Kampfes machen, ne? Weil man dann irgendwas zurückbekommt, glaube ich. Blutklinge halten. Hier ist Angriffsart, bedeutet auch eine Chance, zusätzliche Effekte zu verursachen. Ein gutes Beispiel für ist, ach so, ja, okay, weiß ich. Wenn man Attacken einsetzt, gegen die Gegner schwach sind, dann können die betäubt werden oder irgendwie sowas. Und die gleiche haben wir auch schon. Okay. Ein paar Sachen müssen wir ja noch aufleveln. Also, solange ausrüsten, müssen wir die Fähigkeiten davon haben. Bin ich übrigens immer noch gut. Ich habe mich hier mal so ein bisschen umgeguckt und hier gibt es so Sachen wie Titel, ja, die freigeschaltet werden können, indem ich im Menü bin, zum Beispiel. Da habe ich mir irgendwie so gedacht, dass ich mal, weiß ich nicht, so das Spiel mal so ein bisschen laufen lasse und gucke, ob ich hier diesen Menü-Titel bekommen kann. Aber doch nicht schlecht, ne? Muss ich nichts machen, wir tun hier keine Zeit im Projekt verschwenden und ja. Wird auch passen, glaube ich. Diesen Angriff nicht irgendwo. Ich habe alles so komisch angeordnet, irgendwie im letzten Part, glaube ich. Und ja, worauf wollte ich hinaus? Der Sound im Kampf ist immer sehr viel lauter als in den normalen. Ah. Oh, tschüss, oder? Ja. Als in den normalen Feld hier in auf der Weltkarte und also was. Deswegen ist es immer ein bisschen schwer, die Tales of Spiele so ein bisschen zu konfigurieren, was den Sound angeht. Und ich mache da, na, man sieht ja bis heute immer noch Fehler. Also ja, tut mir leid. Aber es ist passiert und kann ich jetzt nicht umgeschehen machen. Also muss ich und ihr damit leben. So, seid ihr gegen Feuer? Ja, gut. Mit dem R2 Ding ist so, die Gegner bekommen dadurch irgendwie so ein wie heißen die Dinger, diese blauen Dinger hier. Okay, halt auf damit. Bin ich echt nicht gut, hat einer mich angreift und einer von hinten irgendwie feuert, dann mache ich in Dragon Ball. Ja, das ging diese Feuer klingt anfällig, ne? Verbrennen sorgt, glaube ich, dafür, dass die HP nicht geheilt werden können oder so. Wobei bei den Gegnern ist das doch sowieso nicht so. Aua,
So. Natürlich, dass wir machen. So. Boah. Ja. Da, ich verliere schon wieder AP. Was soll das? Okay, wenn man R2 drückt, dann... Wow. Oh Gott. Gott. Will ich es wirklich drauf anlegen? Ja, komm. Ich verstehe halt noch immer nicht ganz. Warte. Wir haben doch bestimmt irgendwo Hilfe. Ne, ja. Ich baue noch mal ganz kurz hier so einen Rückblick auf Dingens hier. Auf Velvets Fähigkeit Seelenbrecher, oder? Nee, das ist allgemein, ne? Hier. Hier ist er, ne? Seelenbrecher. Was hier in der Klinge? Mit drei oder mehr Seelen, R2 während der Bereitschaft oder einer Combo gedrückt halten, um eine Seele zu bezahlen und verzehrende Cloud zu aktivieren. Okay. Bei diesem Angriff wird Velvet Terionisiert, genau. Das verbraucht KP, verleiht aber je nach Gegner zusätzliche Fähigkeiten. Bei einem KP oder der Ausführung eines Arts, sobald die Maximalkombo erreicht wurde, wird ein Artbrecher entfesselt und die Terionisierung beendet. Je niedriger Velvets KP ist, umso mächtiger der Angriff. Das heißt, ich kann eigentlich damit rumlaufen, ne? Und brauche keine Angst haben, dass ich dadurch K.O. gehe, weil mir wird sozusagen ein KP irgendwie... Da wird nach 1 KP sowieso irgendwie wieder deaktiviert, ne? So habe ich das jetzt verstanden. Ich frage mich, wozu diese Nummer 15. Sollte vielleicht doch mich heilen, weil wenn die mehr als 100 KP anziehen, dann bin ich tot. Ich mag es nicht tot zu sein. Ich habe so ein R-Zeichen irgendwie bekommen. Ah ja, hier, genau. Wenn ich sowas mache, dann komme ich Seelendinger. Was weiß ich. Begriffe sitzen am Ende des Projekts schon, keine Sorge. So, und ich... Ja, wenn ich Gegner damit erledige, bekomme ich auch KP oder wie? Wie so ein Gefühl. Ich habe eindeutig KP dazu bekommen. So, wer mich kennt bei Rollenspiel, ich nehme, wenn ich dann erstmal in ein Gebiet bin, alles mit. Darunter auch Gegner. Na, ich habe schon mal. Das bedeutet nur, dass, ja, das Windschaden bedeutet das nur, ne? Boah. Aber ich sehe auch, die Gegner sind ganz schön heftig und der letzte Bosskampf war auch nicht so einfach, deswegen wäre es vielleicht nicht so eine doofe Idee, ja, ein bisschen hoch zu trainieren. Weil jetzt natürlich ein bisschen langweilig ist für alle. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das hat sich nicht lange aktiviert. Du da oben bist betäubt, das sehe ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War so ein Ding wieder. Eine Seele. Aber wenn man vorher einen Ausweichschritt macht, dann werden wieder... Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Damit der erste Angriff wieder geskippt, so wie in Tales of Graces F. Ich glaube auch in Hysteria, weiß ich jetzt nicht. So, ein Level-Up hätte ich wirklich noch gerne und das kriege ich auch, glaube ich, zusammen. So, hi. Kriege ich keinen Bonus, dass ich euch von hinten angreife. Ich verstehe nicht irgendwie... Was diese Seelen hier bei den Gegnern auslösen, dass die auch zweimal angreifen können oder irgendwie sowas? Oh. So, wie darf ich das jetzt verstehen? Wenn ihr auch betäubt ist, nimmt das natürlich aus. Das ist einfach so oft wie möglich. Ich krieg das schon irgendwann gebacken. Oh. Ja, das waren jetzt zwei Angriffe. Warte mal, analysieren wir mal. Denn er verliert keine Seelen dadurch. Verstehe nicht, was diese Seelendinger bei den Gegnern auslösen. So. Bernsteinklinge. Oh, geil.
Eine mit Bernstein verzierte Stichklinge, sehr einfach handhabbar. Ja, hat es doch gelohnt, hier ein bisschen rumzukämpfen, ne? Habe ich schon mit ihr? Ja, ich habe schon den ganzen Angriff. Geil. Cool, sieht die auch noch aus. Fokus. Ich hätte gerne Fokus vielleicht. Weil sind die Gegner eher betäubt. Warte mal. Der Balken, der muss weiß sein, ne? Ja. Warte mal, habe ich jetzt Angriff plus Dingens schon drin, ne? Angriff plus 5. Und ich habe die schon drin, ne? Okay. Und wenn ich die ausgerüstet habe, also wenn ich die Waffe ausgerüstet habe, während ich die Fähigkeit gemeistert habe, dann bekomme ich das Doppelte davon. Also dann müsste ich 15 am Ende haben. Aber jede Waffe, da ist jetzt nicht so, was, wenn ich zum Beispiel zwei Waffen habe, eine Waffe und ein Stiefel zum Beispiel, die beide Angriff plus 5 geben, dann ist jetzt nicht so, dass das der gleiche Effekt ist und wo hole ich jetzt raus? Okay. Auf hinaus will ich, kann auch doppelte Sachen lernen, solange die irgendwie in verschiedenen Ausrüstungen gebunden sind, ne? Wenn ich einen Stiefel mit 5 Angriffskraft habe, bist du neu respawned oder nee, ne? Also wenn ich einen Stiefel und eine Waffe habe, die beides plus 5 Angriffskraft haben, dann kann ich beides lernen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ja der gleiche Effekt ist und ich das deswegen nicht. Was ist mit dem los? Ach, der brennt. Ich hab dann nicht beides lernen kann. Ah, ja. Ein bisschen gut machen hier. Von meinem letzten Part. Was auch immer das hier mit den Kämpfen zu tun hat. Ja, gut. Ah, zeigt doch. Aber ich habe trotzdem AP bekommen. Sehr gut. Ich denke immer so. Ich denke irgendwie so wegen ihrer Hand, damit tut sie ja Dämonen absorbieren. Also, wenn ich einen Gegner damit erledige, bringt das vielleicht irgendwas. Es geht. Rokuro. なかなかお行儀のいい家族じゃな。長く捕まってたの。そんぬんほどかな。だから今の世界がどう。もしもじゃよ。精霊とかいう術を使うやつらがおるとはびっくりじゃ。魔女の糸呪いは魔女の専売特許じゃのに営業妨害も甚だしいわ。お前の捕まった理由って。 Das ist so, als wenn ich mit jemandem reden würde. Du wirst weinen, ich werde lachen. Da hinten drei Schatztruhen aneinander gereiht. Nee, ne? Was ist das dein? Das sieht aus wie, wie nennt man dieses Spiel, wenn jemand irgendwie was unter so drei, wie nennt man das, drei Krüge irgendwie so versteckt, dann tut er irgendwie zusammenmischen. Da muss man erraten, wo das Ding gelandet ist hier, darunter versteckt war. Dieses Glücksspiel, ja, kennt doch jeder. Ich kenne nur nicht den Namen. Und Azurflamme. Blaues Inferno, okay. Mein Namen fand ich besser. Seelengal. Kämpfen beginnt zunächst mit 3 Seelen. Du kannst bis zu 5 Seelen gleichzeitig besitzen. Jede Seele bietet zusätzliche 30 Aktien im Wachs. Aber was? 30 maximale ist. Je mehr Seelen du hast, desto zuverlässiger kannst du Kombos entwässern. Bringe durch Betäubung und Staatserkrankung deine Seelen wegnehmen. Ach, warte mal. Oh Gott. Ja. Da unten das rote, das blaue Karo da unten rechts steht für die Seelen, die ich am Anfang habe, ne?
Schon die ganze Zeit gefragt, was er immer ist. Ha, Trank des Lebens. Hoffentlich brauche ich den noch nicht. Ach ja, die Sätze sind noch einfach, aber ich spiele auch nur einen Charakter, also kann es noch nicht so schwer sein. Aber ich hatte schon definitiv schlechtere Starts auf höheren Schwierigkeitsgraden bei den anderen Tales auf Spielen. Also ich lasse mich, ich warte noch ab hier. Oh. 147 Schaden mit einem Angriff gemacht. Bernsteingürtel, nein, Bernstein geschmückter Gürtel, stärkt den Träger gegen Halbmenschen. Geil. Hast du einen Gürtel? Ja, hast du. Ja, natürlich hast du einen, aber hast du die Fähigkeit davon? Fähigkeit gegen Halbmenschen plus 8%. Ja, ich finde das Erlernen von Sachen diesen Spiel richtig gut. Vor allem passive Sachen. Ich stehe auf passive Fähigkeiten. So. Bekommt man irgendwann ja so eine Windfähigkeit wie in Zestiria, wo ich einfach so einen Schritt machen kann. Hilfe eines Windseraphen. Aber Seraphen gibt es ja nicht im Spiel, ne? Gibt es ja nur Malax, ne? Was sind Malax? Übrigens, Magilo, habe ich das Gefühl, weil sie ein Herr Hexe ist, dass sie vielleicht ein bisschen älter ist, als sie aussieht. Sieht jetzt schon so, weil nicht. Wie ein Teenie aus, ne? Aber wahrscheinlich ist sie bestimmt irgendwann mit 100 Jahre alt oder so, ne? Lass mich raten. Okay, Katz, kommen in dem Spiel vor. Was sehe ich an? Hat er Neko Ninja gesagt? Da kann ich mal jemand aufklären, was ein Malak nochmal ist. Ceres war auch eine, oder? Ne. Also doch, die habe ich. Willst du die haben? じゃ、猫スピリーニャ。3年前の夜、大宴会で盛り上がりすぎて体から抜け出てしまったのにゃ。どうか猫スピを使って仲間をニャルベージしてくださいにゃ。ニャルベージってなんだ?猫人ボックスに封印された猫人を猫スピで解放することにゃ。 Der Linke greift uns jetzt aber nicht an, oder? So wie die Katzen auf Tales of Exilia 2 oder was? Willst du mir drohen oder was? Nebenbei meine ich natürlich alle finden am Ende des Spiels. Diese Zellen treiben sich durch Wellen und sind für Katz Volk so etwas wie Seelen. Du kannst sie sammeln, indem du sie einfach berührst. Schon meiner wieder X gerückt. Du benötigst die Geister, um die Katzkisten zu öffnen, die du überall in der Welt findest. Diese besonderen Schatzungen können Hilfe der Katzgeister geöffnet werden, die du gesammelt hast. Durch das Öffnen einer Katzkiste befreist du die darin gefangenen Katzen und erhältst von ihr ein Geschenk zum Zeichen ihrer Katzbarkeit, Dankbarkeit. Breiter Cowboy-Hut halten.
Den kann er nur links tragen, ne? Nee. Wo Farbe? Ach. Ja, stimmt, die konnte man ja auch schon vorher. Okay, boah, ich hoffe, ich kann Epic Santa eh wieder rekreieren. In Tales of Exilia 2. Es muss ein Weihnachts-DLC hierfür geben. Komm schon. Vor der Weihnachtszeit rauskommen, nach der Weihnachtszeit. Finde Katzgeister und ihr mal uns PC, meine Freundin, ja, und dann wird etwas Gutes passieren. Ich bin mir sicher. Können wir nicht mal zur Abwechslung irgendwas nicht Nerviges finden? Suchen. Hilf uns, das ist mein Ernst. Ich will dich nicht verfluchen müssen. Weißt, wie du jemanden überzeugen kannst, was? Das war Velvet. Haben wir gerade ein kleines Etwas, ein Katzkostüm, oder was auch immer sein soll, oder deren Haut ist, mir gedroht. Mir, Velvet, die auf ihre Erich werdenden Reise ist, Artorius zu töten. So, da ist unsere Stadt, Dorf, wo wir hin wollten, ne? Und da sind die Leute, die wir abgemetzelt haben im Gefängnis. Exorzisten, genau. Soldat der Neißen. Hallo. Mini-Version von Emil aus Tales of Symphonia 2. Er sieht ein bisschen besessen aus. Bitte, was? Okay, da kann ich mal nicht hin. Komm schon, schließt euch mir an. Ihr seht mich nicht. Ich will auf die Spitze treiben, komm. Ah. Wie viele Seelen da sind. Doch, ich will Nachtisch. Ich liebe Nachtisch. Ja, aber der Junge sieht irgendwie aus wie Emil aus Tales of Symphonia 2, nur in Mini-Version. So, da will ich hoch. So, das erste, was ich gedacht habe, als ich den irgendwie gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich den als erstes gesehen habe, aber im Intro, ne? Ich glaube davor auch schon so ein bisschen. Flüchtig irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe ich mir dutzende Male noch mal angeguckt, das ist awesome. Warum sagst du jetzt erst? Ich gehe schon zum zweiten Mal hier durch. Ah, ein Speicherpunkt oder so. Langsam wird es jetzt Zeit, den Part zu beenden. Wir haben so viele Kämpfe gemacht, da können wir ruhig, glaube ich, ein bisschen länger machen. So, alle Seele, okay. Da haben wir unseren Speicherpunkt. Yay. Das sehe ich auch. Aber wir spielen noch ein bisschen. Wir haben so viel gekämpft hier. Müssen wir ein bisschen storymäßig irgendwas schaffen. Ist jetzt hier nicht so wie in Kingdom Hearts, wo ich, weiß nicht, gehen Gegner mitnehmen kann und trotzdem in einem Part hier die ganze Welt abschließen kann. Außerdem weiß ich ja noch nicht, wenn hier so, weiß ich nicht, gute Punkte sind, wo ich einen Schnitt machen kann. イオウと混ぜれば爆薬に。油と合わせれば燃料になる。物騒なものね。本当なら。疑うのは自由じゃよ。あの少年には逃げられたか。とにかく町には入れた。船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるなら、その手の組織が荷や船大工も仕切ってるはずだ。できれば航海士も欲しい。 それは激しく進めるぞ。次も漂着で済むとは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助太刀できる。Ach, deswegen kämpft er nicht mit Robert. Ja.
Wir haben schon die ganze Zeit gefragt, warum kämpfen die eigentlich nicht mit? Vor allem, wie sieht denn das dann aus, ne? Ich gehe einfach auf die Gegner los. Hör nur Magelo im Hintergrund rufen. Hey, Velvet, du schaffst es. Und, boah, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Roguro, ich kann nicht mehr darunter. Was? Ich wollte eigentlich zurückgehen, speichern und... Oh. Drogo guckt einfach nur so zu. Ich nenne ihn rangeht so. Das ist der Einzige, was ich mir merken kann. Guckt einfach nur so zu mit seinen gekreuzten Armen irgendwie so. So. Die gucken einfach nur blöd zu, während ich hier alles fertig mache. Ich habe mir übrigens schon mal angefangen, Let's Play anzugucken von diesem Spiel. Natürlich nur bis zu dem Punkt, wo ich auch bin. Weit zu dem Punkt, wo ich auch schon bin. Und das Let's Play, was ich gesehen habe, da sind... ich kann den nicht ausrüsten, was? Ah doch, Feuerring. Schaden reduzieren. Ja, nehmen wir das wieder. Ich glaube, das ist mehr so kommen, ne? Und ja, auf bei diesem Let's Play sind die Stimmen natürlich auf Englisch, ne? Wenn die Person, die hat Let's Play hat und Magilos Stimme ist, boah. Magilos Stimme ist nicht zum Aushalten in der englischen Version. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz im Gegenteil zu diesen Gegenstück hier. Aber bitte sag mir jetzt irgendwo ein Speicherpunkt. Boah, klingt anstrengend. Warum sage ich das? そういう難しいことをしてるから、タイマシ様は偉いんだ。 Ja, wir sind nicht normal. Prätorin Theresa kann zwei junge Malakim gleichzeitig manipulieren. Das bedeutet, dass sie tödliche Art doppelt ausführen kann. Ich habe den Boden einmal allein herumlaufen sehen. Den Blonden einmal allein herumlaufen sehen. Er hat echt ein dickes Buch dabei. Da sind Exorzisten, oder? Hi. Sie ist wunderschön, oder? Die neueste vom neuen Karaken-Design. Perfekt für die offene See und mit einen so großen Frachtraum. Sie wird die Güter des Nordens in jeden Teil des Rechts bringen. Mit den Schätzen der Welt zurückkehren. Okay. Ja, und ich habe Magilos Stimme auch mal gegoogelt, weil mir die schon von Anfang an bekannt vorkam und ja, von der Anime habe ich die Stimme erkannt. Und zwar Rizzo aus K-On. Was ich mal, weiß ich nicht, die Serie damals rausgekommen ist, irgendwie geschaut habe. Und ja, dann ist mir sofort aufgefallen, natürlich. Wir mehreren jenseits von ihr erlauben Bestien und Piraten, die wie ein Rudel Hyänen über Handelsschiffe verfallen. Moment, damit kommen wir sie nicht mehr lange durch. Es gibt schon eine Zelle, die ihren Namen trägt. Erzähle für die Piraten. Aber ich glaube nicht, dass die um Tales of Systeria so ankommen, ja, mit den Stimmen. Dio und Jotaro. Das war episch. Ein Großschiff braucht etwa eine Woche, um gen Süden nach Logres in Midgan zu segeln. Ist das so? Man sagt, dass der Erlöser Autoris dort sei. Ich werde ihn gern mit meinen eigenen Augen sehen, aber die Reise ist zu weit für mich. Eine Woche zu Schiff, hm? Nach Rokuro, dann kommen Schwimmen wohl nicht in Frage. Ah, Torios, ich wusste, dass sie das sagt. Okay, das lag seinen Speicherpunkt dahinter. Miss Wesens ist sie fast wie geplant an Bord. Aber die Abtei hat sie seit der Katastrophe ihre Inspektion ziemlich verschärft. Es ist ärgerlich, aber die Inspektionen sind in unserer aller Interesse. Durch die Regeln der Abtei bleibt alles fair und gerecht. Okay. Das Lagerhaus ist voll mit querlichen Zeugs. Ohne Erlaubnis kommt niemand hinein. Ich gehe da rein. So, da ist ein Gasthaus. Da werde ich doch bestimmt speichern können, ne? Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Ihr seid ein registrierter Besucher, oder? Wir sollten hier in Helavis kein
Wir wollen hier in Hellavis keine Gesetzesbrecher. Ja, meine Lesefähigkeit ist schon wieder on point, ne? Ist immer noch nicht, wofür die ganzen Sachen hier sind, die ich mal einsammle. Ja, einfach nur darum, um mein Taschengeld ein bisschen zu erhöhen. In Hellavis gibt es die meisten Exorzisten im Norden. Die Anführerin ist Teresa Linares, die Prätorin unter den Prätoren. Wenn sie sich mit ein paar hundert Dämonen entgegenstellt, zuckt sie nicht mal mit der Wimper. Ei, wenn man bedenkt, wie es vor 3 Jahren war, herrscht jetzt geradezu traumhafte Zustände. Das verdanken wir nur den Exorzisten, weil sie Dämonen abwehren. Okay. Ich habe ein Problem mit einem Schiff. Gibt es hier jemanden, der mir da helfen kann? Die riesige Schiffsgilde kümmert sich um alles, was mit Schiffen zu tun hat. Findet sie am Ende dieser Straße. Danke, ich werde dort nachfragen. Da ist ein Speicherpunkt. Perfekt, wir gehen jetzt hier speichern. Reden mit diesem alten Mann noch kurz. Ich habe in Indianer in letzter Zeit gar nichts gesehen. Ich glaube, ihre Mutter hat gesagt, dass sie die Masern hat. Also, okay, dann würde ich sagen, ich bin Part hier schon wieder lang genug. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Hoffentlich ist der Sound diesmal ein bisschen vernünftig, weil sonst kriege ich echt die Kritze. Ich bleibe mich alle als Zuschauer und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.